Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem spezielleren Video, denn heute gibt es nicht nur Ultimate Team, sondern mal was, das normalerweise niemals hier stattfindet, und zwar ein Pink Slips. Das heißt was Competitive-mäßiges. Ich bin normalerweise kein großer Verfechter davon, allerdings hat mich heute MSK eingeladen, ein Pink Slips gegen ihn zu spielen. Es gibt noch ein weiteres Video auf seinem Kanal, das ist eine Runde Koop-Season, auch da auf jeden Fall vorbeischauen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung und ich werde gleich eine Runde gegen den Kollegen spielen, freue mich drauf und hoffe, euch gefällt. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schaut wie gesagt auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei, nicht nur mein Video, sondern lasst auch ein Abo da, und ich würde sagen, wir starten einfach mal ohne weitere Umwürfe rein. Wir haben hier dieses Nolix Wasted Team mit Sommer, Martip, Hövedis, dann haben wir rechts Smolnikov, Radu, zusammen mit Anderson, Hulk, Luis Gustavo, Roberto Firmino, Loaremi und Falcao vorne drin. Geht um 25 Euro Microsoft Guthaben. Ich bin gespannt, wie es werden wird. Ich lade den Kollegen jetzt ein und wir sehen uns gleich wieder. So, da haben wir ihn auch schon. Salmon42k ist seine Gamertag, MSK Army heißt sein Team. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein. Bamonos! Mal schauen, was wir hier uns, beziehungsweise was uns erwartet. Es ist ein Hybrid, nicht Nolix Wasted, aber ein Hybrid aus Liga BVA mit Konoplyanka, James, Krychowiak, Tremolinas und Benzema und Bundesliga mit Costa, Thiago, Opare, Hövedes, Martip und Ralle Fährmann. Auf geht's, ab geht's. Für Mino mit dem ersten Schussversuch aus der Distanz. 5 Minuten durch. Es ist einfach was anderes. Man ist automatisch ein bisschen aufgeregter, wenn man... Es geht für mich einfach nur um alles oder alles oder nichts. Aber es ist trotzdem natürlich logisch, dass man aufgeregter ist als im normalen Spiel. Und das ändert schon ein bisschen an der Spielweise. Hulk mit dem nächsten Versuch, aber dummerweise mit dem rechten Fuß. Fährmann ist dementsprechend da. Smolnikov mit der Ecke, da steht aber niemand so wirklich. Vielleicht klappt es ja trotzdem direkt auf den Gegenspieler. Oh, für Mino. Es ist, nicht so einfach, aber es geht eigentlich ganz gut. Defensiv stehe ich ganz solide bisher. Offensiv fehlt es halt noch so ein bisschen an Durchschlagskraft. Gustavo, der ist drin, der geht irgendwie rein. Luis Gustavo, der ungefährlichste Spieler in meinem ganzen Team vielleicht sogar. Gut, Martip Hövedis, wobei, weiß ich nicht. Aber Gustavo macht das Tor. Ja, wunderbar von Falcao in die Mitte geflankt und da steht Gustavo. Und diesmal, ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, es war ein Fehler von Opare. Aber der Ball ist drin und ja, wir führen 1-0. Wunderbar. Felipe Anderson, Fake Shot ist, Quatsch, Finesse-Schuss ist nicht gelungen für Mino. Abseits, Mist, schade. So, wir haben Halbzeit und bisher ist das eine sehr, das war aber ein paar mehr Schüsse eigentlich. Allein habe ich gerade einen Finesse-Schuss gemacht, der deutlich weiter außerhalb war, aber egal. Bisher ist das eine sehr einseitige Partie, nur aufpassen, dass es auch so bleibt aus meiner Sicht und den MSK nicht nochmal rankommen lassen. Tja, gesagt, getan. Da ist er wieder da mit seinem ersten Schuss, mit seiner ersten Chance. Und das ist einfach typisch FIFA, man kann es nicht anders sagen. Es ist ein Finesse-Schuss, ich glaube, er war abgefälscht. Wenn ich es richtig gesehen habe. Und normalerweise muss ich die Szene 4-mal klären. Ja, war abgefälscht. Scheiße. Oh, Firmino, wieder mit dem nächsten Versuch, aber wieder gehalten von Fährmann. Smolnikov mit der Ecke, da steht Martip diesmal. Ne, Falcao, ist es Falcao? Was? Falcao. Ah, Mann. Da ist wieder Gustavo, aber Fährmann ist schon wieder da. Das ist unfassbar. Das ist so unfassbar. Ich weiß, dass Fährmann in Realität ein OP-Keeper ist, ne? Aber hier, in diesem Spiel, ist er gerade unnormal. Unnormal krass. Ball auf Remy. Zack. Er ist schnell genug. Ah, der Abschluss ganz, 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 ganz schwach. Der leckt, wenn der jetzt die Entscheidung... Also, oh Gott sei Dank.
Aber warum leckt es jetzt? Das ist auch beschissen. Für Mido! Jawohl, Balleroberung im gegnerischen 16er und er macht das 2:1. Halleluja, das war jetzt aber eine ganz, ganz komische Szene. Hier eigentlich gut gespielt, dann verloren, dann wieder erobert und zack, rein das Ding. Fährmann diesmal chancenlos, endlich mal. Und 2:1, das ist so hart verdient. Gott sei Dank. Ah, Remy kriegt auf die Hackenart nicht hin, da macht das halt so. 90. Minute, die Entscheidung in diesem Spiel, das 3:1, sehr, sehr schön, das freut mich doch. Wir gewinnen also dieses Pink-Slip-Match, Radu hier quergelegt und dann der Hackenversuch an sich selbst gescheitert. Aber egal, Ball ist trotzdem drin und das ist auch im Endeffekt hochverdient. Wenn man sich gleich mal die Statistiken anguckt, das Spiel dürfte jetzt gleich vorbei sein. Jawohl, der Apfelwiss ertönt. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, die Statistiken, dann war das doch eine recht eindeutige Partie für Mino Man of the Match. Bacciuagli eingewechselt, hat nicht mehr viel gerissen, aber das macht auch nichts. 15:2 Schüsse, ich denke mal, da geht das Ergebnis in Ordnung. Ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Schaut beim MSK vorbei, Link, wie gesagt, ist in der Videobeschreibung. Schaut euch auch das Koop-Saison-Match an, was wir zusammen gespielt haben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielleicht habt ihr Bock auf mehr Pink Slips. Dann lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da und schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.